Hallo ihr Lieben, für Ramstedt TV geht es in der 15. Ausgabe der Summer Holiday Tour mal wieder ins Freizeitbad Azur. Easy Dive Rammstein hat zum Tauchen eingeladen. Während die anderen in die Luft steigen, hochklettern oder sich über Wasser halten, geht es für die Taucherfreunde unter Wasser zum Schnuppertauchen. Doch nun dürft ihr euch mal selbst vorstellen, wer ihr überhaupt seid und was ihr genau macht. Ihr habt das Wort, bitte sehr. Ja, also wir sind Tauchsport Easy Dive. Uns gibt es schon seit über 20 Jahren. Mein Mann Jörg und ich bin die Kirstin Müller. Wir haben das Geschäft oder den Laden letztes Jahr im Februar übernommen. Und hier heute waren wir beim 25-jährigen Azurfest dabei und haben ein großes Schnuppertauchen veranstaltet. Wie man ja sicher sehen kann, ist eure Ausrüstung zum Tauchen nicht ganz leicht. Und erklärt doch einfach mal, wie das alles so bei euch funktioniert. Indem ich das ganze Equipment hierher bringe und die ganzen Schüler oder die Interessenten einfach mit ins Wasser nehmen und die ersten Atemzüge unter Wasser probieren lassen, ob sie dazu geeignet sind oder nicht. Und Spaß haben, genau, vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste, genau. Also wir machen vorher auch ein Briefing, wo man zuerst mal auf die wichtigsten Sachen hingewiesen wird. Ne? Wie sieht's aus? Wie macht man Druckausgleich? Ne? Halt so eine kurze Einführung. Und dann wird praktisch jetzt bei diesem Kinderschnuppertauchen den Kindern auch die Ausrüstung angepasst. Und wenn das dann alles soweit passt, dann können die erstmal einen Kopf ins Wasser stecken und erstmal durch einen Lungenautomaten atmen und erstmal auch dieses Gefühl spüren, wie ist es halt überhaupt, wenn ich unter Wasser atme. Und wenn die sich dann wohlfühlen und dann geht es unter Wasser und dann wollen die auch meistens, muss ich sagen, nicht mehr aufhören. Das gefällt den meisten schon wirklich immer schön, gut. Ja. Aus wie viele Komponenten besteht denn eigentlich so eine komplette Taucherausrüstung? Ja, da braucht ihr halt grundlegend ist ABC-Ausrüstung, das heißt Flosse, Maske, Schnorchel, dann ein Anzug. Dann braucht man natürlich, um unter Wasser zu atmen, einen Lungenautomaten und ein Jacket. Jacket heißt einfach, um Auftrieb herzustellen und beziehungsweise im Wasser neutral zu tauchen können. Das sind die grundlegendsten Equipment-Eigenschaften, die man braucht halt unter Wasser. Ja? Ansonsten, was man noch brauchen sollte oder später hinaus, wenn man den OBD hat, ist dann ein Computer noch dazu. Aber das ist für den Anfang nicht unbedingt zwingend notwendig. Ne? Das übernimmt der Tauchlehrer und das war es dann an sich, was er braucht. Beschreib doch mal, was für ein Gefühl das ist, unter Wasser atmen zu können. Schwerelosigkeit. Keiner redet unter Wasser, läuft alles nur über Handzeichen. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist halt, die Unterwasserwelt zu erkunden und beziehungsweise auch mal zu sehen, wie leben die Unterwassertiere, sprich Haie, die kleinen Nemoscher. Das ganze Leben unter Wasser ist halt phänomenal und das zu erkunden ist das für einen Taucher, glaube ich, das Einzigste und das Beste, was es gibt. Wenn du siehst, wenn die Kinder auftauchen, wenn sie getaucht haben und sie kommen auf und die grinsen von einem Ohr bis ans nächste, das ist wirklich das schönste Gefühl, was sein kann. Also die meisten sind wirklich, es gibt wirklich wenige, die sagen, oh nee, hat mir gar nicht gefallen. Die meisten, die sind wirklich so begeistert. Und allein das, auch natürlich bei den Erwachsenen. Ne? Aber allein das zu sehen, das ist halt unbeschreiblich. Ja, ist ein schönes Gefühl. Schön, dass wir Menschen auch mal irgendwie der Erdanziehungskraft trotzen können und im Wasser über der Erde schweben dürfen. Probiert es doch einfach mal selbst aus. Kommt vorbei und taucht in eine neue Welt ab. Während ihr abtauchen könnt, mache ich mal schnell den Abflug. Wir sehen und hören uns wieder zur 16. Ausgabe.